Oh mein Gott. Gut. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Update-Video. Wir reden heute über die Ergebnisse meiner Anatevka-Audition. Wenn ihr mehr über die Audition selbst wissen wollt, schaut doch den Vlog von letzter Woche. Und auch die Casting-Ergebnisse des Films, über den ich mal geredet hatte. Wir fangen an mit Anatevka. Da war ich natürlich besonders aufgeregt, weil es das erste Musical-Projekt, für das ich jemals eine Audition tatsächlich gemacht habe. Und es war natürlich eine super Chance für mich, einfach auf die Bühne zu kommen und Sachen zu machen. Ich hätte mich so oder so gefreut, einfach mitzumachen, aber jetzt schauen wir mal. Und zwar habe ich am Freitag eine Mail bekommen und jetzt sehen wir mal, was da passiert ist. Oh mein Gott. Das ist jetzt null geplant und so. Ich habe einfach nur random auf... Oh mein Gott, ich soll das so finden. Ah! Ich habe einfach nur auf Anatevka irgendeine Mail gedrückt und ich habe nicht daran gedacht, dass das ja die Casting-Antwort sein könnte. Und ich habe soeben erfahren, dass ich Pferdschick spielen darf. Und ich bin fucking... Ich bin so aufgeregt. Ich habe nicht mal ein Mikro an meinem Handy, so aufgeregt bin ich. Ah, ich wollte den Moment des E-Mails öffnen auch eigentlich filmen, aber jetzt habe ich es einfach gelesen. Ah. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt und so glücklich und das freut mich einfach übel. Und das heißt, ihr könnt dann nächstes Jahr mir folgen, wenn wir Anatevka produzieren und ich spiele tatsächlich eine Rolle. Ah. Als Kontext, ich habe zwar schon in vielen Musicals mitgespielt, aber bisher noch nie eine Rolle gehabt. Deshalb ist das schon irgendwas Besonderes und ich freue mich gerade total. Ja, ich schätze mal, dass hier mit dem Kontext von irgendeinem Video vorkommen. Deshalb zurück zum Video. Ah! Noch nicht ganz. Ich hatte dann doch nochmal was zu sagen. Ich melde mich nochmal. Ich habe jetzt gerade nochmal fest zugesagt und ich wollte noch sagen, Pferdschick ist tatsächlich auch die Rolle, die ich eigentlich am liebsten spielen wollte. Das heißt, ich habe tatsächlich meinen Wunschcasting bekommen, was total heftig ist beim ersten Mal, wo man sowas macht. Ja, so viel zu mir, wieder zurück. Ah! Ja, das ist das Ergebnis und ich bin wirklich so dankbar, dass ich einfach diese Möglichkeit bekommen habe, weil, wie ich schon gesagt habe, ich habe noch nie eine Rolle gespielt und Pertschik war genau das, was ich spielen wollte. Und ich freue mich einfach mega, jetzt mit den Leuten auf der Bühne zu stehen. Und ich freue mich eben auch, euch dann vielleicht mal mitzunehmen. Aber bevor es mit Anatevka losgeht, steht ein anderes Projekt an. Und da bin ich auch schon mega gespannt, wie das wird. Und zwar ist es der Film, von dem ich erzählt habe. Und so viel kann ich jetzt schon verraten. Später die Auflösung, was genau ich mache. Ich bin dabei. Das heißt, ich drehe tatsächlich im Sommer einen Film. Und was genau das jetzt aber für ein Filmprojekt ist, erzählt euch jetzt die Laura. Die Laura ist die Drehbuchautorin, Produzentin und Regisseurin dieses Films. Also sie macht wirklich alles. Und mit ihr habe ich auch das Casting gemacht und da haben wir uns sehr gut unterhalten. Hi, ich bin die Laura. Von mir geht das ganze Projekt mit dem Arbeitstitel Milkshakes und andere Versuchungen aus. Ich habe das Drehbuch geschrieben, ich mache Regie und Produktion und habe aber ein ganz tolles und engagiertes Team schon hinter mir. Kurz zur Geschichte, weil der Lukas mich gebeten hat, kurz was dazu zu sagen. Das Ganze ist entstanden aus meiner Liebe zu 80er Jahren Coming-of-Age-Filmen. Und mein Film soll so ein bisschen diese Stereotype dieser Filme nehmen und setzt die Figuren so vor diese Wahl. Verfolge ich meine Stereotype, die mir quasi auferlegt sind, oder breche ich da dann doch aus? Und ich freue mich schon sehr auf die Dreharbeiten im August. Vielen lieben Dank, Laura. Okay, es gibt also dieses coole Filmprojekt, aber wie erfahre ich davon und wie werde ich darin involviert? Wie bei Anatevka ging es auch hier wieder über Instagram. Also, ich weiß nicht, ich empfehle anscheinend Instagram als den Ort für Casting-Angaben. Folgt einfach anderen künstlerischen Leuten und die posten dann was. Also ich sah diesen Casting-Aufruf für diesen Film auf Instagram und auch, dass man sich für Hauptrollen bewerben kann. Und dann habe ich deren Formular ausgefüllt und eine Mail bekommen mit den genaueren Infos und dann auch
eine Mail mit Skripten für Self-Tape-Aufnahmen. Und so habe ich für zwei der männlichen Hauptrollen Self-Tapes aufgenommen. Was ist das denn für eine Frage? Warum habe ich keine Freundin? Es ist ein bisschen komisch, dass ich mich jetzt selbst für die Schülerzeitung interviewe. Naja. Die Videos haben Laura und dem Casting-Team anscheinend gefallen, denn mir wurde eine weitere Mail geschickt, dass sie interessiert wären, mich vielleicht zu casten und dass ich mich mit der Laura mal zu einem Gespräch treffen sollte. Und so saßen wir dann an einem Mittwoch im Rio-Rig und haben uns komplett verarscht. Also es fing an als ganz normales Casting-Gespräch. Wann hast du Zeit? Hast du Fragen? Ich habe recht viele Fragen gestellt. Und wir haben einfach ein bisschen über den Film geredet und dann ist es komplett aus dem Ruder gelaufen. Und wir haben über Musik geredet und über Film und über Schauspiel und es war eine super Unterhaltung. Und als es vorbei war, hatte ich einfach ein super gutes Gefühl über die Sache. Ich hatte relativ viel Hoffnung, dass es tatsächlich vielleicht was werden könnte. Und ich hatte auch die Info, okay, ich habe Zeit, denn es wird gedreht an 15 Tagen, die letzten zwei Augustwochen. Am Tegernsee und ich muss sagen, das klang super cool und ich wollte wirklich unbedingt dabei sein. Ich hätte natürlich auch Nebendarsteller oder Komparsie gemacht, an der Hauptrolle hätte ich schon sehr cool gefunden. Dann war es soweit, eigentlich am Sonntag sollte eine Mail kommen. Hallo, diesmal habe ich mich bis gerade eben zurückgehalten und mich vorbereitet und zwar ist gerade eine Mail von der Laura gekommen. Das müsste das Update oder die Ankündigung sein über das Casting von dem Studentenfilm. Ich habe wirklich noch nicht in die Mail geschaut, ich habe keine Ahnung. Gut, es ist nur ein Update. Dann bleibe ich wohl gespannt. Naja, am Sonntag habe ich dann noch eine kleine Nachricht per WhatsApp von Laura bekommen, dass ich morgen eine Antwort bekomme. Und da ist dann das passiert. Ah! Laura, ich hasse dich und ich liebe dich. Weil du hast mir gesagt, du schreibst eine Mail, aber du hast eine WhatsApp geschrieben und jetzt konnte ich nicht einfach so on Kamera öffnen, weil ich dachte, du verlegst vielleicht nochmal den Zeitpunkt nach hinten oder so. Aber nein! sehr stolz und sehr geehrt, gebe ich bekannt, ich wurde als Oscar gecastet. Das ist eine von den Hauptrollen und ich bin einfach mega gespannt, wie das wird und mega glücklich und ich freue mich mega auf die tolle Zeit. Und ja, vielen Dank, Laura, aber du hättest mir wirklich eine Mail schreiben können. trotzdem, super vielen Dank, ich freue mich mega. Das wird sicher eine super coole Zeit. Ich finde die Rolle cool, ich meine, die Rolle ist ich. Im Grunde genommen. Und jetzt geht's weiter. Ist gerade erst wirklich bei mir angekommen. Ich spiele tatsächlich einfach eine Hauptrolle in einem Film und es ist so cool und ich bin mega aufgeregt und ich freue mich einfach so und ich finde es unglaublich, dass ich jetzt innerhalb von ein paar Tagen Zusagen für zwei so tolle Projekte bekommen habe und ich jetzt wirklich einfach 15 Tage am Tegernsee bin und drehe und ein cooles Team habe und einfach mein Ding durchziehen kann. Und ich weiß nicht, es überkommt mich gerade so eine große Zufriedenheit und einfach, ich bin einfach froh, bei sowas so richtig dabei sein zu können und sowas zu erleben und die Möglichkeit zu haben. Und ich freue mich einfach mega drauf. Also wirklich, wow. Ich hätte nicht gedacht, dass ich gleich bei den ersten zwei Sachen, für die ich mich bewerbe, jeweils Rollen bekomme, Hauptrolle, eine Nebenrolle, beziehungsweise die Rolle, die ich wollte. Und ich bin einfach so dankbar und so froh und so gehypt, diese Sachen zu machen. Und ich freue mich natürlich auch, das mit euch zu teilen. Deshalb freut euch auf sicherlich mindestens einen Vlog on set. Weil ich glaube, das ist super interessant, was da alles passiert hinter der Kamera. Und dann natürlich auch Vlogs von Anna Tefka, sobald es losgeht. Ich bedanke mich nochmal bei allen fürs Zuschauen. Und bei den Leuten, die mich gecastet haben, natürlich auch. Besonders natürlich danke an die Laura, dass die auch dabei war. Ihr findet die ganzen Projekte, sowohl die Crazy Musical Company, wo wir jetzt Anna Tefka machen, als auch
Dreaming on Film, mit denen wir den Film drehen, in der Beschreibung. Folgt denen auf Instagram und dann kriegt ihr so ein bisschen mit, was passiert. Dann würde es mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst, abonniert, wenn es euch interessiert, was hier so passiert. Und dann sehe ich euch nächste Woche. Ciao!